Viel Erfolg. So, der ist mir suspekt. Ich sag, wie es ist, der ist mir suspekt. Kapitel 2. Warum springen wir die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Orten hin und her? Das ist, So, jetzt scheinen wir wieder im Herrenhaus zu sein. Warum sehen wir so aus, wie wir aussehen? Wo waren Sie? Ich habe mit Dr. Gray geredet. Sie sind verschwunden. Nein, das verstehen Sie falsch. Alter. Haben Sie hier irgendwas Seltsames finden können? Ja. Alle hier weichen mir ständig aus und ich weiß nicht warum. Nein, ich meine etwas Unerklärliches, Paranormales. Detective, Sie müssen sich wirklich zusammenreißen. Ich brauche Sie hier. Vergessen Sie es. Ich krieg's raus. Das ist wahrscheinlich der Charakter. Wollen Sie mitkommen zu Dr. Gray? Nein, ich will was ausprobieren. Ich glaube, mit dem Talisman kann ich Jeremy an den Ort aus dem Buch folgen. Wie hieß das noch? Erinnern Sie sich, es war Spanisch. Tarroea. Ja, da muss ich hin. Detective, sind Sie in Ordnung? Ja, sicher. Gehen Sie zu Gray, wir reden später. So, der Charakter sieht bestimmt halt immer mehr kaputter aus, umso beschissen man spielt. Ne? Dieser Deswegen Talisman sieht er jetzt hier aus wie ein zerschossenes Dorf. Aus dem französischen Viertel zurückgebracht. Wenn Jeremy auf diese Art reisen kann, könnte er sich überall verstecken. Sogar in Tarroea. Aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nur herausfinden, wie der Talisman funktioniert. Ja, wir müssen doch jetzt erstmal die olle Kuscheldecke finden irgendwie, ne? Die, wo uns gezeigt wird. So, wir kommen hier immer noch nicht rein. Wir haben immer noch keine. Warte, Batistas Schlüssel. Vielleicht? Ja! Batista kommt überall rein. Batista hat den Generalschlüssel. Wunderbar. So, was haben wir da? Hinweis. Öffnen. Ich habe Ihren Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Okay, das Ventil ist im Weinkeller. Mhm. Wo ist denn der Weinkeller? So, haben wir hier jetzt... Ich muss ja sagen, ich finde ja, solche Bücher sehen halt immer geil aus. Irgendwie so wirklich akkurate Rücken. Ja, da geht mir einer ab. Da geht mir einer ab. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich... kommt jetzt nicht überraschend irgendwie. Bei meinem Sortierfimmel. Aber muss ich nur sagen, also das ist... Nichts ist schlimmer tatsächlich. Nichts ist schlimmer, als wenn du 5 Bücher von irgendeiner Reihe hast, ja, wo der Rücken komplett so aussieht, ja, wie hier die roten vor uns. Und bei dem letzten Buch oder bei dem vorletzten von mir aus, da ist es halt noch schlimmer. Ist es denn gedreht? Ist es gespiegelt? Ja, wo du denkst so, ich verbrenne die ganze Reihe jetzt. Mir reicht's. Kann mir das so nicht hinstellen. Da bin ich bestimmt alleine, aber da könnte ich ausrasten. Da monk ich ab. So, was haben wir? Eine Bürste? Ah, Schlüsselgegenstand. Schlüssel Nummer 6. Okay, und der ist wofür? Ist ein Herzschlüssel. Zimmerschlüssel Nummer 6. So. Dr. Elmo Lee Gray ist der Oberarzt in Dorsetto. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Bois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergt der Shadow 6 Gäste. Malcolm McCarthy und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Okay, das sind also die ganzen Berühmtheiten hier. So, wir haben den Schlüssel also für Elisabetta Perosi. Ja gut, ey. Schön. Nehmen wir natürlich mit. Oh, wir haben viel zu lesen tatsächlich irgendwie. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lottie.
Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Okay, Brunnen im Küchengarten. Vielleicht finden wir da ein paar Platten. Problem ist nur, wenn die Platten kaputt sind, können wir sie auch nicht einsetzen. Oh, ein Safe. So, wir haben aber keine Kombination. Ich komme da auf keinen Fall rein. Ich lasse es besser sein. Yay. Okay, alles klar. Zurück. So, und setzt jetzt irgendwo noch hippe Jazzmusik ein. Sandra Bogart, die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was ihr Agent uns gesagt hat. Cassandra leidet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir ihren Lebenslauf zusammenfassen? Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Bogart ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zu Star-Ruhm gebracht hat. Vor 5 Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakow-Syndrom. Bravo, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Fantastisch. Es ist aber nicht mehr lange bis Juni. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Wir werden unser Bestes tun. Ray Saunders, 11 Jahre alt. Ray Saunders, 11 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace' Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Danke, Doktor. Ich kümmere mich um den Papierkram und weise Sie ein. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in The Shadow eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös. Nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Meinung zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des Öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm gut tun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank, Doktor. Elisabetta Perosi, 33 Jahre alt. Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren?
Nun ja, Perosi ist in DeSedo eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Ich bin sicher, am Ende wird sich alles aufklären. Danke, Doktor. Ruth Talon, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit dem Nachtleben von New Orleans fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ruths Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten 10 Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Flapperin oder sogar eine Nymphomanin. Haben Sie eine Diagnose? Obwohl die Gründe ihres Vaters, sie hier einzuweisen, albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden oder die anhaltenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein und empfindet das nicht als falsch. Und der Behandlungsplan? Der Aufenthalt in DeSedo allein sollte schon Wunder bei Ruth wirken. Zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Es besteht kein Grund für Ruth, sich zu ändern. Aber mit der richtigen Therapie könnten wir dafür sorgen, dass sie ihrer Familie gegenüber etwas einfühlsamer wird. Ich bezweifle schwer, dass sie ihren Lebensstil ändert und so öde wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. Ah, also das ist quasi die Blonde auf der Treppe gewesen, die mit diesem gewellten Haar, ja, die, ich glaube, mit der würde ich mich als Erster mal unterhalten wollen, also nicht jetzt irgendwie wegen dem Krankheitsbild, sondern halt einfach, weil ich von hinten anfangen wollen, ne, mit der 6. So, das war die schlechteste Überleitung ever. Okay. Nur Jeremy nicht. So, okay, nur Jeremy nicht, ne, ist ja wunderbar. Okay, gut, dann haben wir hier jetzt alles eingesammelt. Können wir hier durch? Ich brauche den Schlüssel. Okay, hier passt Matthias der Schlüssel nicht. Ich finde tatsächlich auch die musikalische Untermalung sehr interessant. Ne, weil das mal auch wirklich was anderes ist. So, hier schon rumgepetert? Ja, von hier komme ich auch. So, okay, dann könnten wir tatsächlich, Die Karte wird Informationen nehmen. So, warum ist denn jetzt hier warum stresst die Uhr gerade so rum? Ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen, weil Blumikorn jetzt irgendwas geschrieben hat wegen den Bären, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass der Bär jetzt hier gleich abgeht. Hier. Ich kann einmal durchkommen und plötzlich greift mich dieser blöde Bär an. So, Karte. La Carta. So, im Büro der Sekretärin, da wäre noch ein Puzzle, ein Rätsel zu finden. Und Diensttreppe, da würden wir durchkommen. Wahrscheinlich mit dem Baptiste Schlüssel. Wir können jetzt aber auch erstmal in die zweite Etage hochgehen. Da haben wir Zimmer 2
13, ich sehe. Doch hier, Perosis Zimmer. Hier müssen wir reinkommen, hier haben wir einen Schlüssel. Schauen wir mal. Wir müssten ja... Wir haben ja kein rundes Treppenhaus. Ich komme wieder hoch. Moment, ich muss mal gucken. Das sieht schon cool aus. Es sieht schon wirklich sehr, sehr schön aus, das Spiel. So, ach hey. Ach hey, guck mal, das sieht doch aus wie dieses ekelhafte Vieh, was das da draußen eingegriffen hat. Oh, fliegender Wechsel. Dankeschön. Hier kommt gerade so ein schöner, frischer Kaffee reingeflogen. Dankeschön. So, okay. Können wir uns mal irgendwie waschen? Wir sehen aus wie der letzte Schlumpf, Alter. Wir sehen hier aus, als kommen wir hier gerade irgendwie vom Mittwochsfest. Durch eine Art Fäulnis. Wo denn? Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch geschrieben hat. Oho. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talisman im Seance-Raum befunden hat. Aber sie ist kaputt und einige Teile fehlen. Schade. Können wir noch nichts machen. Ja, so einen coolen Kaffee-Respawner, absolut, ja. Aha! Oh, tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören oder sowas. Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen, etwa so groß? Ich fürchte, nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein, 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 nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Sagen Sie es, wenn Sie sie finden. Ich bin in der Nähe. Ah, ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. Nicht ekelhafter Kerl. Wollt ihr nicht einfach nur seine Ruhe haben? So, also wenn ich jetzt hier ein Kind finde, sag ihm nicht, wo die ist. So, okay, warte mal, hier können wir was nehmen. Oder auch nicht, wir können einfach nur die Truhe aufmachen. Na, okay, gut. Hier haben wir noch eine Truhe und hier vorne müsste das Zimmer von Lady Perosi sein. Diese Käfer, Alter, ist so eklig. Ist so eklig. Ja, wunderbar, okay. Dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Hallo, Fräulein Perosi. Zentrisch. Also, mitten im Raum ist aber auch... Weiß ich nicht. Gefällt mir das? Finde nicht. Also interessant eingerichtet irgendwie, aber... Ist nicht was ganz sind so das für Symbole? Hm. Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Das, ja, das sind... Das ist Sternzeichen sind das. Okay, gut. Wir haben aber leider auch hier die Kombination noch nicht. So, hier vorne haben wir nochmal Perosis Tagebuch. Puh, man muss hier ganz schön viel lesen. Also nicht, wir müssen nicht viel lesen, uns wird ja vorgelesen, aber tatsächlich, und also wenn es zu viel wird, unterbricht es doch so ein bisschen den Spielfluss, muss ich sagen. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Will ich meckern, aber... Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astart. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. So, okay, und da sehen wir 1, 10 und 11. Wassermann, Schütze und Skorpion. 1, 10 und 11. Ja, wollen wir das so jetzt der Reihenfolge nach probieren? Also die 1, die 10 und die 11? Können wir mal probieren, ne? Irgendwie hilft jetzt tatsächlich bei dem Rätsel aber nicht weiter, ne? Weil du ja keine Monate einstellst. Oder ist es für ein anderes Rätsel? Das kann auch sein. Ne?
Also klar, ne, denn ist halt natürlich Schütze ist 11. bis 12. Monat irgendwie, Skorpion ist 10. Das, da hast du recht, Varione. So, warte mal, hier liegt Gott sei Dank noch ein Zettel. Ach du Schande, Alter. Okay, gut, hier müssen wir verschimmelte Bilder sortieren. Interessant. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Hammer? Schauen wir mal, die müssen wahrscheinlich alle abreisen. Okay, gut. Dann lass uns doch mal kurz einen Blick auf... Nee, warte mal. Bevor wir uns jetzt da die Bilder anschauen, wir können mal ganz kurz hier probieren, das Schloss zu öffnen. So, und zwar das erste ist es nicht mit bei. Ich freue mich, das ist schön. Gut, das funktioniert so nicht. Leider nicht. Leider nicht. Ah, oh, und wir haben ein Spiegelbild. Nein, ich raste aus. Dass ich das noch erleben darf. Ein Spiel, wo wir ein Spiegelbild haben. Wir gehen elender, seelenloser Vampir sind. So, okay, was haben wir hier? Aha, James McMahon. Nein, das andere bitte. Nein, ich sagte das andere bitte. Dankeschön. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. Und das heißt, okay, Franklin Mosing. Füge mit der Fäulnis auf den Bildern den Umriss fertig zusammen. Kann ich jetzt die Bilder abnehmen, oder was? So, okay, also wahrscheinlich müssen wir eine durchgehende Linie hinkriegen irgendwie und da müssen wir halt einfach gucken, welcher dazu passt. Der sieht mir tatsächlich passend aus. Tatsächlich passt das so eigentlich am besten, oder? Aber das ist jetzt definitiv nicht das Rätsels Lösung. Das war's wohl. Und was hat uns das jetzt gebracht? Sind jetzt irgendwas geöffnet? Was? Ist hier jetzt was aufgegangen? Die Astart-Künstlerkolonie. Mhm, okay, das ich waren habe quasi. Davon gehört, dass sie verschwunden ist. Die Leute auf muss den Bildern. Etwa 15 Jahre her sein. Wahrscheinlich haben wir das jetzt gebraucht, um das hier zu lösen, oder was? Nee? Nee? So, aber ein Plop zeigte uns, dass wir das geschafft haben. Würde ich jetzt mal sagen, oder? So, würdet ihr das auch so interpretieren, Chat? Oder, wir können auch nicht mehr damit interagieren, also wir haben es geschafft. Durch einen Zufall. Bin ich ehrlich. Das war ein Zufall. So, okay. Gut, wir haben hier jetzt noch ein Schloss. Ich gehe mal raus. Vielleicht können wir in die anderen Zimmer ebenfalls noch rein, aber ich denke, die werden alle verschlossen sein. Okay, hier ist offen. Boxerhandschuhe. Eine Kiste, mal schauen, was drin ist. Oh, schön. Gar nichts. Das freue ich mich aber sehr drüber. So, was haben wir denn hier? Wild Tales. Ah, ein Füllfederhalter. Schön. Den nehmen wir. Dankeschön. So, wollen wir mal hier irgendwie ein bisschen Luft drin lassen hier in die Bumsbude? Das ist ganz schön stickig hier. Oh, hoppala. So, ein paar Mullbinden, ein paar Bandagen. Ah, okay. Schön. Tja, ansonsten etwas reizarm der Raum.
Und doch nichts weiter drin zu holen. Okay, warte mal hier hinten vielleicht nochmal kurz hier oben, ob wir da rankommen. Nein, können wir leider nichts machen. Dann gehen wir wieder raus. So, hier vorne wäre noch eine Tür. Oh schön, sie ist offen. Hier scheint alles wieder normal zu sein. Okay, alles klar, hier waren wir schon. Können wir mal kurz reinschauen. Ein Batistas Schlüssel. Nüchte. Leider nicht, leider nicht. Gibt es ansonsten hier noch irgendetwas? Denke nicht, ne? Hier hinten haben wir alles abgegrast. Können vielleicht noch mal kurz auf die Karte schauen, ob wir natürlich noch irgendwo eine Tür haben. Das wird zu sein. Alles klar. So, hier drüben war noch eine Tür. Ah, die Folien, das dahinter war gemeint. Da muss ich die ganze Zeit hier auf der Uhr gucken. Hier ist so, ja, keine Folien, was hat der denn? Was ist denn los? Und jetzt frage ich euch mal irgendwie, für wie viel Geld würdet ihr, wenn ihr den Platz habt, euch so eine Kunst, ich nenne es jetzt einfach mal ganz vorsichtig, Kunst hier hinstellen. Ja? Also ich frage mich denn schon irgendwie, ob man wirklich eine Eier am Kreisen hat, irgendwie sich sowas hier hinzustellen, sowas raumfordernd. Um was auszudrücken. Ah ja, ich wollte einfach mal das Leid aus der Jungschule des Brutalismus darstellen hier. Wunderbar, war mir wichtig. Ist mir mal so ein inneres Bedürfnis. Ich brauche den Schlüssel. Und wir haben keinen Schlüssel dafür. Sieht doch stylisch aus. Onkel Tom, hör doch bitte auf. Hör doch bitte auf. Also, das ist, ich weiß nicht, hier vielleicht irgendwie als Stiefelknecht hier das Ding hier unten oder so. Aber doch, war doch sowas nicht. Das ist doch nicht irgendwie, ist doch nicht lebensbejahend. So, nach dem Motto, so kommst du jeden Tag nach Hause. Oder wie? Das ist doch eine Stoffbau und das ist doch keine Kunst, die man ja da anguckt. Wo man denn davor stehen bleibt, so. Das ist ganz schön hässlich. Also, ich weiß nicht. Muss wirken und wirken tut es. Auf welche Art auch immer. Ja, ich rede nicht davon, dass sowas im Museum keinen Effekt hat. Ich rede davon, ob man sowas sich so eine Pleke hier zu Hause entstellt. Ne? Das ist doch das Ding. Selbst wenn du sowas im Wohnzimmer hast, da kickt dich doch jeder an. Da fragt doch jeder irgendwie, willst du darüber reden? Also, ich weiß nicht. Da werfen sich mir Fragen auf. Jetzt bin ich aber auch natürlich generell so, anders gesagt. Irgendwie. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt nur irgendwie kunterbunte Kunst hat. Ich mag auch durchaus düstere Kunst, aber tatsächlich sowas hochgradig verstörendes irgendwie, sowas finde ich schon, sowas von hier kommen wir, wa? Sowas finde ich schon so ein bisschen, das bewirkt ja was bei ihm irgendwie. Und wenn du das jeden Tag um dich hast, so, das ist dann schon, das drückt dann schon ganz schön auf den Stiefel. So, wir können zur Bibliothek gehen. Wir gehen jetzt zur Bibliothek. Komm. Let us go to the Bibliothek. Flump. Was? Was? Was war denn das jetzt schon wieder? Klang mir jetzt nicht wie so ein Rabe. Kann ich hier runterspringen, ne? Warte mal, ich will noch nicht runterspringen. Wir erstmal kurz hier einen Blick in die Bibliothek werfen. So. Und da passt der Batiste Schlüssel. Hat was von HR Giga. Ja, du, ich bin auch ein großer Giga-Fan, aber ich würde mir jetzt auch nicht so ein Xenomorph irgendwie an die Wand hängen. Ja, da wird gar kein Auge zu tun, denn da irgendwie auf dem Sofa. Das ist schön beim Nickerchen und der so. Übrigens, der neue Romulus, irgendwie habe ich einen Trailer für gesehen, sah sehr, sehr geil aus. So, verlorene Plantage von Louisiana. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclos, 1917. DeSetto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet, also wurde es im Jahr 1818 für nur $30 an Elijah Pickford verkauft. Pickford heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. DeSedo produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo. In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war DeSedo die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herumtanzten und dabei blökten und wimmerten.
Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf DeSedo durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Pontchartrain-See ankerten. Der Captain war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Captain Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war DeSedo nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre, und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben, aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Le Gras führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux DeSedo wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da DeSedo so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die 12 Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von DeSedo an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Hat vielleicht die Künstlergruppe ebenfalls dieses Portal benutzt und das irgendwo hin? Oder wurden die einfach ausgelöscht? Was denkt ihr?